Ja, die AfD demonstriert seit über einem Jahr hier in Rostock gegen die Islamisierung. Und man hat uns immer wieder gefragt, warum denn in Rostock, hier gibt es doch gar keine Islamisierung. Ja, tatsächlich nimmt die muslimische Bevölkerung seit 2015 dramatisch zu. Mittlerweile hat sie ein Vielfaches von der Zahl von 2015 erreicht. Und jetzt soll eine Moschee gebaut werden. Ja, ich frage mich, welches Zeichen braucht man denn noch, um zu erkennen, dass hier eine Islamisierung im Gange ist? Und wir haben es doch in Westdeutschland gesehen. Aus kleinen islamischen Gemeinden entstehen Parallelgesellschaften. Und diese Parallelgesellschaften haben sich heute, und das ist die Wahrheit, zu gegengesellschaftlichen entwickelt. Es sind keine Parallelgesellschaften mehr, sondern es sind Gegengesellschaften, in denen der deutsche Rechtsstaat nicht mehr durchgesetzt werden kann, in der eine andere Lebensweise herrscht und die sich sukzessive immer weiter ausbreiten. Und der Islam ist untrennbar mit der Scharia verbunden. Der Islam ist mit unseren Rechts- und Lebensvorstellungen nicht kompatibel. Der Islam ist antidemokratisch und antipluralistisch und jeder weiß, es gibt nicht ein einziges islamisches Land auf dieser Welt, in dem Freiheitsrechte gewährt werden, wie es für uns selbstverständlich ist. Es gibt nicht ein einziges islamisches Land, in dem es ein funktionierendes Mehrparteiensystem gibt. Es gibt nicht ein einziges islamisches Land, das Frauenrechte gewährt, das Pressefreiheit gewährt, das Meinungsfreiheit gewährt. Und trotzdem macht man uns hier vor, unser Land würde sich nicht verändern, wenn der Islam hier Einfluss nimmt. Unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit soll man einer Ideologie den Weg bereiten, dieses Land zu übernehmen. Und in Wahrheit ist diese Ideologie, ist diese sogenannte Religion totalitär. Und ob sie eine Religion oder eine Weltanschauung ist, kann erstmal dahingestellt bleiben. Aber eins ist klar, und das weiß jeder, Moscheen sind der Punkt, an dem sich junge Moslems radikalisieren, an dem sich der Islam radikalisiert. Und so etwas wollen wir nicht in Rostock, sowas wollen wir nicht in Mecklenburg-Vorpommern und sowas wollen wir nicht in Deutschland. Wir werden uns entschlossen dagegen wehren, dass die zivilisatorischen Entwicklungen dieses Landes mal kurzerhand um 1400 Jahre zurückgeschmissen werden. Mit uns wird es keine Islamisierung geben. Wir werden uns entschlossen dagegen wehren. Und ich sage ganz klar, der Islam ist verfassungsfeindlich. Der Islam gehört verboten. Das kann in der Folge für diejenigen Moslems, die auf Dauer hier leben wollen, nur heißen, dass sie das nur als Kulturmoslems tun können. Sie müssen sich dem Islam entsagen, sie müssen sich der Scharia entsagen, sie müssen sich dieser ganzen Moscheeverein der Islamverbände entsagen und sie müssen akzeptieren, dass es eine deutsche Mehrheitsgesellschaft, eine deutsche Leitkultur geht, die nicht in Frage zu stellen ist. Und deswegen werden wir als AfD hier und andernorts weiter demonstrieren und weiter dafür sorgen, dass die Menschen sich gegen diese Islamisierung wehren und die Menschen eine Stimme bekommen gegen das Altparteienkartell, das unsere Lebensbedingungen und unsere Lebensansprüche abschaffen will. Dagegen werden wir uns wehren. Danke.